Im Rahmen der Energiewende redet jeder über Großspeicher, unter anderem Pumpspeicher. Der Druckluftspeicher ist der Pumpspeicher des Nordens. Mein Name ist Uwe Krüger. Ich leite den Bereich Produktion in der Kraftwerksgruppe Wilhelmshaven. Zu unserer Kraftwerksgruppe gehört auch die Druckluftspeicheranlage in Hundorf. Die Druckluftspeicheranlage wurde bereits im Jahr 1978 kommerziell in Betrieb genommen und sie ist in der Lage, die Windenergie der Region einzuspeichern. Und bei Bedarf können wir diese Energie dann an das Netz wieder abgeben. Wir saugen Außenluft, Umgebungsluft an, verdichten die bis auf einen Enddruck von ca. 70 Bar und speichern die Luft in zwei Salzkavernen ein. Wird unsere Druckluftspeicheranlage im Ausspeicherbetrieb angefordert, entnehmen wir die eingespeicherte Druckluft aus unseren Salzkavernen und führen die Druckluft als Prozessluft unserer Turbinenanlage zu. So können wir bei Spitzenlastanforderungen in sehr kurzen Zeiten, in der Größenordnung 9 bis 12 Minuten, das Netz mit Strom versorgen. Die Besonderheit für uns ist, dass wir über zwei 220 kV-Leitungen an das Übertragungsnetz der TenneT angeschlossen sind und somit die Möglichkeit haben, einmal den Strombezug wie auch die Stromeinspeisung in Richtung Nordwesten sowie in Richtung Nordosten zu bewegen. An dieser Stelle wird unsere verdichtete Druckluft aus der Verdichteranlage in die Erde und am Ende in unsere Druckluftkavernen eingeleitet. Unsere beiden Druckluftkavernen befinden sich in einer Tiefe von 650 bis 800 Metern. Sie werden bespeist durch sogenannte GFK-Rohre, Rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Wir in Hundorf sind die Ersten, die dieses Rohrmaterial hier einsetzen und haben bisher sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Normalerweise ist diese Warte unbesetzt. Die Anlage wird fernbetätigt durch unsere Kollegen der UBC in Düsseldorf. Gestern war die Anlage allerdings im Leistungsbetrieb und aus diesem Grund sind mein Kollege Philipp Eiben und ich hier, um die Anlagenparameter zu kontrollieren. Im Turbinenbetrieb oder Ausspeicherbetrieb versorgen wir unsere Druckluftspeicheranlage mit Erdgas aus der Erdgaskaverne. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Zukunft neben Erdgas immer mehr grünen Wasserstoff an diesem Standort einsetzen werden und freue mich sehr darauf, dass wir in der nächsten Zeit daran arbeiten werden, den Standort Hundorf auch zu einem Standort für Wasserstoffinfrastruktur auszubauen. Ich bin Uwe Krüger und wir sind Uniper.